Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. Ja, in der letzten Folge sind wir vom Präsidenten losgeschickt worden, um eine Lösung für den Vulknis-Verbrauch im Strata hier zu suchen. Das liegt irgendwie an dem Vulknis-Kreas, weil dieser irgendwie zu wenig Energie produziert und deswegen sollen wir zu den westlichen Ruinen, weil Pascal weiß da was und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. So grob zusammengefasst, was im letzten Part passiert ist. So, die Karte sagt, links ist unser Ziel, deswegen gehen wir erstmal nach rechts. Und nehmen das hier mit. Eine schöne Feder. Die ist schön. Ah ja, ich habe im Mixer ein paar Änderungen gemacht. Ich habe das Buch der Sättigung reingetan, weil ich von irgendeinem Gegenstand schon 15 hatte. Ich habe Curry und Kroketten reingepackt. Einmal für weniger KP. Also wenn jemand weniger KP hat, einmal wenn jemand KO geht, dann wird er durch Curry direkt wieder belebt. Außerdem glaube ich, aber das seht ihr schon, wenn es soweit ist. Über was auch immer ich gerade rede. Und ein orangefarbenes Band, ein strahlendes oranges Band. Das könnte gut passen, wenn jemand versetzt wird, oder? Okay. Am Morph wieder schon. Ja, die Effekte, die dazu kommen, sind nicht so berauschend, finde ich. Aber ist besser als das vorherige, also warum nicht? So, wir gehen jetzt hier lang. Das wäre so ein Chip-Chip und da ist eine Truhe und da ist ein brausender Kristall. Geil. Haben wir letztens auch ein paar verbraucht. Für Dualisierungen. Und ein Popo, ich meine, Pfirsich. Und da ist eine Truhe. Hi. Na, auch hier? Ein Steinbann. Haben wir auch, glaube ich, letztens verbraucht eins von davon, ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Hey, wo kommst du denn her? Okay, da ist noch eine Truhe. Hey. Okay, dann gehe ich ihm hier lang. Ha! Ein großer Bruchstein. Ha! Da fuck. Wo kommen die auf einmal her? Das ist doch voll unlogisch. So, Gegner haben wir schon genug bekämpft. Obwohl, komm her. Zu denen kann ich doch nicht Nein sagen. Wäre ich denn für einen Kampf verrückter, wenn ich bekämpfen würde? Soll ich meine Fehler? Ich habe schon schöne Fehler. Ja genau, heil dich direkt. Bevor. Kroketten, geil. So, und. Aua. So, warte. Ja, boink. So. Was? Ich wandere schon viel zu lang auf dieser Welt. Wie alt bist du? Na gut. Weiter im Text. Hey. Die Wüste ärgert mich. Danke. Okay, hier sind wohl die besagten Ruinen, wo wir hin sollen. Wir können jetzt rein, wir haben VIP-Zutritt in unseren Ausweisen. Oder? Oder? Ich sehe ihn doch schon von hier aus. Ganz oben sieht man doch schon. Wir sind VIP-Bitch. The Valkyness is located near the back of the ruins. Ich dachte, er wäre am Anfang der Ruinen. Okay, volle Kraft voraus. Richtig. It's so strange to see the military on full alert in such a deserted area like this. Is it me or does it feel cooler around the ruins? Hey, I can answer. That's probably because of the water Elith emanating from the Valkyness. Are you okay now, Pascal? We missed you talking back in the desert. Now that the Valkyness is close, I'm full of beans again. That's got to be the effect of the water Elith, right? Now come on, slackers, full steam ahead. Pascal may be an obscure variety of fish. She's a Was? fish? Captain Malik, would you please stop talking about all that nonsense? She must have gills. Let's find them. Captain. Okay, Sophie, fang an. Was bringst du eigentlich, Sophie? Was hast du eigentlich vom Hauptmann gelernt? Naja, gestern haben wir. Warum rennt der Captain weg? Kann das schon mal?
Der muss auch mal kommen. So, was haben wir denn hier? Hackfleisch. Mal. Nein! May, Spinste! Okay, wo muss ich überhaupt hin? Nach rechts oder nach links? Nach rechts. Warum ich nicht über die Ruinen klettern kann? Was weiß ich, Rollenspiel-Logik. Oh, bist du süß. Alle weggepustet. Nein! Könnt ihr es wagen? Zack, und. Komm. Schön. Wucht. Haben so eine Wucht, die Angriffe, finde ich schön. Okay. Na? Dich nehme ich auch noch mit. Ja. Oh Gott. Ich glaube, die können einen zu Stein verwandeln. Ich habe ein Problem. Oh Gott. Ich meine, die können einen wirklich zu Stein verwandeln, deswegen. Ja, da würde auch Sinn machen, ne? Weil. Ja, okay, erstmal. Stimmt. Es würde auch Sinn machen, warum ich die kaufen konnte. Ja. Verdammter Dreck. Oh Gott. Auf damit. Ja. Jo, das war zu früh. Jo. Zack. Bams. Einfach abschießen. The captain said they'd let me fly through the air. Oh, I get it. Damit können wir irgendwann von Stadt zu Stadt fliegen. Spoiler. Okay. Okay. Ja, Überlebender wollte ich haben. So. Wie war das nochmal? Blau? Schritt für Schritt. I think this is broken. The steps appear in completely unrelated places. But isn't this the only way for us to keep moving forward? We'll figure it out. It may be broken, but that doesn't mean there isn't a logic to it. I'm not even gonna bother trying. You're way better at stuff like this than I am, Pascal. Then we'll all figure it out together. Na gut, dann machen wir es so. Zack. Das hat geklappt. Ich bin ehrlich gesagt bei den Dingern immer nur am Raten, weil irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Und zack. Nein, oh. Na? Mal ein bisschen mit ihr kämpfen. Mit Pascal spiele ich auch gerne. Aua. Also, okay, verdammt. Ha. Krankheit zufügen. Nicht jeder Gegner ist anfällig für physische Krankheiten. Gift zum Wirkt zum Beispiel nur gegen Gift und anfällige Feinde. Anders. Also, ja, wenn ich. Gegner mit einem Attributangriff, gegen was sie anfällig sind, dann können die auch eine Krankheit abbekommen. So, ich möchte mal gucken. Und dann, was haben wir denn hier noch alles? Flammen, Wehrzeichen, Dreifachspitze. Und, aua. Zack. Windnadel, Smartschlag. Boinks. Na, ist gegen Schlangen anfällig? Okay. Jo. Und sie brauchen unbedingt mehr SK. Mein Gott, lasst mich doch mal. Oh mein Gott, die sind da. Stimmt, die sind dann. Verdammt nochmal. Nicht gegen Feuer anfällig. Deswegen ich Feuerangriff einsetze. Aber komm doch mal näher.
Ma. Lass mal auf damit. Aua. So. Irgendwie werden die gar nicht dadurch gestunt durch meine Angriffe. Warum nicht? Boah, gibt's doch nicht. Bam, so. Brauch mehr Angriff mit ihr. Wurfklingenschülerin, gut. Ach, jetzt kann sie auch vom Medic einige Attacken lernen, ne? Ding, ding, ding. Das ist der Truhe. Hi. Verdammt. Ja, viel kann uns nicht passieren. Wenn wir kaputt gehen, dann... Wow, alle schießen sie auf mich. Weil deswegen brauche ich Ankern, damit sie nicht bei jedem Zauber hier abgebrochen wird. Bei ihrem Zauber. Au. So nicht. Jetzt sieh mal noch. Ich glaube, die Angriffe stunnen die nicht, weil ich Pascal überhaupt nicht auf A-Angriff bin. Mein Gott, hört ihr mal auch damit. Was mir nur unnötig schwer kann das sein. Man kann mal einer nicht auf mich zielen. Ich bin die ganze Zeit hier an. Versuchen am Zaubern. Ja, von überall angegriffen. So, danke. Ja gut, ist, wenn die Zauber mal treffen, dann tun sie weh. So, komm her. Ma, er hat ihn weggeschubst. Zack. Aber unbedingt ankern. Upsala. Haben wir das schon mal gesehen? Ich weiß auch dann nicht mehr. Ohne roter Schal, gut. Okay. Wie gesagt, die Werte, die hier sind, die werden nicht so einen riesigen Unterschied machen. Aber warum sollte ich nicht denn das Bessere ausrüsten? Warum denn nicht? So, komm her. So. Und zack. Und zack. Ey. So wird mein Zauber abgebrochen. Hat einen Dreck. Au. Boah, unbedingt ankern. Unbedingt. Brauche ich es. Zack, danke. Und Level hoch, das ist auch gut. So, weiter. Zium. Blöd, dass hier alle nicht anfällig gegen Feuer sind. Aua. 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 Und zack. So, so geht das. So macht man das. Aua. Unbedingt ankern. Ich möchte es nur mal ja anmerken. Und du bist tot. Bist tot, habe ich gesagt. Danke. Ich war unbedingt ankern. Los. Er will doch mal endlich auf. So, ich glaube. Ja, das ist falsch. Natürlich erst den falschen Weg gegangen. So was nenne ich Karma. Verdammtes Videospiel Karma. Jupp. Besessener Kristall. Geil. Gut, dass ich letztens ein paar verbraucht habe. Da haben bestimmt zufälligerweise genau die, die ich jetzt alle bekommen habe. Nein. Jawohl. Au. Okay, der Magier muss sterben. Aber erstmal der Dieb, der hat gerade so wenig. Aua. Boink. Dich. Ah. Dich. Wenn es anfällig gegen Schläge, dann schlag ich ihn. Okay, das ist auch ein Schlag. Komm her. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Boink. Aua. Boink. Yay! Und überschreiten. Ja, das finde ich schön. Das finde ich schön. Okay, mehr SK. Das ist immer schön. Was haben wir denn noch? Effektdauer. Schauen wir uns, ob schnelles Wirken. Ätheris. Irgendwas, was jetzt nicht. Wirkzeit. Jawohl.
Warte mal, Esper, hast du nicht auch noch? Ah, okay. Das war schon Level 38, Mann. Warum ist sie denn jetzt schon stärker? Ich brauche unbedingt Angriff. Dann wird sie nicht bei jedem Schlag wieder hier unterbrochen bei ihrem Zauber. Bams. Was habe ich hier? Höllenfalle, ne? Ne, nicht Höllenfalle. Für diesen einen Feuerangriff. Komm her. Und Höllenfalle, das ist Höllenfalle. Ha. So gut. Okay. Und da ist das nächste Rätsel. Nächste Rätsel meine ich. So, gelb. Jetzt kommt hier grün. Und dann kommt orange. Da verstehe ich nicht, weil eigentlich den Orangen ja. Das ist gelb und rot wird orange. Ich verstehe nicht. Verdammt. Au, au, au. Komm schon, komm schon. Nein. War schon blockiert. Das heißt, ich wäre beinahe zu Stein erstarrt. Danke. Warum gehen sie denn auch alle auf mich los? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Mir die geht. Boing, boing. Und jetzt Zwiebel gestohlen, geil. Lots of burns. Aua. Au, au, au. Au. Ist eigentlich nicht so gut mit Pascal hier so eine Front zu kämpfen, weil sie ist die gebrechlichste von allen. Aua. Ja, jawohl. Und Ankan endlich gelernt, geil. Jetzt wird sie nicht von jedem Angriff hier direkt weggeboostet. Standhaftigkeit beim Wirken, 15%. Das ist, glaube ich, viel. Ja, was haben wir denn noch? Ich brauche viel Ausweichen. Das hat auch so eine Auswirkung darauf. Okay, das hier können wir mal ganz schnell machen. Sind viel zu viele für 4 Sekunden Unverwundbarkeit nach einer Minute. Warum nicht? Nein. Ich meine, ja. Immer noch. Und immer noch. Okay. Dann. Okay. Entdeckung. Uralte Funken. Oh, eine Fackelflamme. Ernste Angelegenheit. Serious Business. Perhaps this was once the center of Strata. Ooh, ancient ruins. Vielleicht. And there could be ghosts. Oh, stop. Cut it out, Pascal. Ghosts aren't going to come out in broad daylight like this. Right, Asbel? Are you even listening to me, Asbel? I heard you. Look, if we don't get that Valkenis repaired quickly, Eula Berte is going to dry up just like this place. So let's just try to keep moving, okay? Right. Let's go. Yeah. Oh, sure. Now they're acting all serious and I'm the one screwing around. Natürlich. This is serious business. We're dead serious here. This is competitive here. Ich spiele doch nicht zum Spaß, ich spiele für Ruhm und Ehre hier. So, seht ihr? Der Angriff hat Aua. Ja, okay, die Angriffe haben natürlich was gemacht, weil die tun weh. Und immer noch. Was soll das denn? Ich hab doch Ankern. Aua. Yo, serious business. Und. Ha. Das hätte eigentlich auch abgebrochen werden sollen. Aber, nee. Und schon wieder Level 5. Wo versteckst du denn deine Messer? Ich habe in der japanischen Version wart oder so. Wo versteckst du denn all die Messer? Warte mal, hier noch. Boah, meine Nase juckt.
Warte mal noch. Hart ab, der Schall unter ihr. Okay. So, jetzt wieder so ein Rätsel. Das Geile an diesen Rätseln ist, man kann immer rumprobieren, wenn man... Was da? Da war doch schon ein Weg. Da eins bin ich gefangen. Man kann eigentlich hier jede Kombination so durchprobieren. Irgendwann klappt es sowieso. Zack. Ich denke überhaupt nicht nach bei diesen Rätseln. Ich mache die einfach. Pascal hat ja gesagt, die sind irgendwie random. So eine Kampftunika. Die gehen wir mal Sophie, weil ich glaube, die sind gut, ja. Okay, dann weiter. Hallöchen. Nein, ich werde immer noch nicht meine Waffen dualisieren. Zack, und jetzt, Mann! Noch gerade am Zaubern. Oh, ich wusste es. Und Kroketten gekocht, geil. Ja, bist du Pascal? Und Feenkreis verbessert, gut. Wirkt halt runter, ne? Ist immer gut. Okay. Was haben wir denn noch? Boah, Cherry hat voll wenig, merke ich gerade. Level meistern. Oh ja, das ist gut. Und das ist auch gut. Ich weiß mal das. Und das ist gut so. Ein Kampf noch bitte. Danke. Sogar noch zwei. Ha. Habt ihr euch wohl so gedacht, ne? Da hat jemand schon wieder auf mich geschossen. Wer hätte mir auf Pascal geschossen? Das gibt's doch nicht. Mir bringt die Standhaftigkeit überhaupt nicht. Lord of Origins. Magnetic Gate. Au. Ah. Oh, Curry. Der Curry hat mich gerettet. Habe irgendjemand so ins Maul geschmissen, wenn ich hier tot am Boden lag. Wie alt bist du denn, Malik? Ich frage es nur noch mal. Oh, der Part kann schon wieder ein bisschen lang werden. Wollte ich doch gar nicht. Wo war denn jetzt nochmal? Mit dem Trank des Lebens. Mein Gott, wo war er nochmal? Ach so, hier. Na gut. Da ist eine Truhe, aber ich komme da nicht hin. So ein Dreck. Dafür muss ich töten. Und kein Schwein ist hier. So ein Dreck. Aua. Auch blockiert, gut. Habe ich schon wieder zu Stein verwandelt. Aber ich sag so, nö. Und das gerade schon wieder. Ja, fuck. What are you talking about, Sophie? Ist der Einfluss von Malik. Vitalität, ja, ist auch nicht schlecht. Maximal KP in Flammen. Ja. Und mehr KP durch Trank des Lebens, das ist immer gut. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier raus. Sind auch, glaube ich, schon fast da. Hey, hier sind wir nicht. Okay, random. Jawohl. Ich bin hier nur am Raten, ehrlich gesagt. Oh, geh weg, geh weg. Geh weg von mir. Geh weg von mich. Und ja, wir sind jetzt hier. Wollte unbedingt nur einen in die Aufnahme, ne? Wollte unbedingt in die Aufnahme. Aua, jetzt brenne ich. Das habt ihr davon. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Die rum.
Autsch. Autsch. Mit der Angriff verbringen gegen die Viecher gar nichts. Aua. Zack. So, ich habe einen Schweichpunkt gesehen. Den würde ich gerne benutzen. Und wir haben Geld. Geil. Schausteller. I hope Launt is still okay. Hey, I'm sure Hubert is doing a great job. I'm not worried about that. I'm worried about Richard. Yeah. What happens if he goes back to Launt? It only survived last time because of Sophie. But next time we may not be so fortunate. I wonder what happens if he is now. Why is he hurting everyone? Is he still our friend? Yes, he's still our friend. And if he's involved with trouble that he can't handle, I'll stand by his side and help him figure it out. Yes. I will too. Good. He put us through a lot, Asbel. But I just wanted you to know that I'll... Me too! I'll stand by him too! She stole my line! Geil, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Dreh dich um, Pascal. Tschüss.